Heute geht es um Twitter und um Mobilfunk. Hallo, hier ist der Tim von GData. Dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass es die letzten zwei Wochen keinen Wochenrückblick von GData gegeben hat. Das liegt aber nicht daran, dass ich euch vergessen hätte, sondern unter anderem daran, dass ich auf der jährlich stattfindenden Virus Bulletin Konferenz war, die dieses Jahr in London zu Gast war. Bei einem der Vorträge auf der Virus Bulletin ging es um einen Angriff namens Simjacker. Dieser Angriff macht es möglich, bestimmte Daten auf einem Smartphone aus der Ferne auszulesen, wie zum Beispiel Standortdaten oder auch die einmalige Registrierungsnummer eines solchen Gerätes, die sogenannte IMEI. Der Anwender selber kann gegen diesen Angriff nicht wirklich etwas unternehmen, denn die zugrunde liegende Technik ist direkt in der SIM-Karte verbaut. Basis des Angriffs ist eine Technologie, die mittlerweile fast 20 Jahre alt ist. Der Angriff erfolgt initial per SMS und ist vergleichsweise einfach durchzuführen. Deshalb fehlen in dem dazugehörigen Forschungspaper auch bewusst einige der technischen Details. Unter anderem bedient Simjacker sich einiger grundlegender Technologien aus dem Kernnetzwerk von Mobilfunkbetreibern wie etwa SS7. Die einzig wirksame Verteidigung gegen diese Art von Angriffen besteht darin, die entsprechenden Daten direkt auf Ebene des Netzanbieters zu filtern und nötigenfalls zu blockieren. Potenziell sind Milliarden von Geräten auf der ganzen Welt angreifbar. In seinem Vortrag auf der Virus Bulletin hat Cathal McDade jedoch darauf hingewiesen, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen der grundsätzlichen Angreifbarkeit eines Gerätes gibt und dem tatsächlichen Risiko, wirklich zum Ziel eines solchen Spionageangriffs mit Simjacker zu werden. Es gibt allerdings eindeutige Hinweise darauf, dass Simjacker in einigen Ländern, wie zum Beispiel in Südamerika, eingesetzt wurde, um gezielt Einzelpersonen auszuspähen. Zu Stoßzeiten wurden so einige Personen bis zu mehrere hundert Mal am Tag angegriffen, um zum Beispiel die Standortdaten zu ermitteln. Wer sich für Details interessiert, der Link zu dem Paper steht unten in der Beschreibung. Und wir bleiben thematisch beim Mobilfunk. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Twitter die Mobilfunknummern einiger Benutzer an werbetreibende Unternehmen weitergegeben hat. Wie viele dieser Telefonnummern, die eigentlich für die SMS-basierte Zwei-Faktor-Anmeldung auf Twitter gedacht waren, wirklich weitergegeben worden sind, ist im Moment noch unklar. Nach eigener Aussage hat Twitter die Weitergabe der Daten umgehend gestoppt und entschuldigt sich für diesen Zwischenfall. IT-Sicherheitsjournalist Brian Krebs hat es mal so formuliert: Ich bin der Überzeugung, dass jede Information, die man einem Unternehmen gibt, von diesem irgendwann unweigerlich verkauft, gestohlen, geleakt oder gehackt und gelöscht wird. Die zahlreichen Berichte über immer neue Datenlecks und irgendwelche spektakulären Hacks scheinen diese Ansicht zu bestätigen. Wenn du jederzeit Bescheid bekommen möchtest, wenn es ein neues Video von GData gibt, dann drück einfach hier auf den Abonnieren-Button und auf die kleine Glocke. Soweit von mir. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.